vielleicht ein bisschen auch ein Grund, aber er hat zwei Tage auch nicht trainieren können, weil er ein bisschen Probleme gehabt hat. Der Markus hat im Training einen ganz starken Eindruck hinterlassen, der will es auch noch mal wissen heute und deswegen spielen wir im Zentrum mit Häkkinen und Lilditz. Was sagen Sie zum Boden? Gut, also er ist hart klarerweise, weil er auch gefroren war in der Nacht in den letzten Tagen, aber durch den Regen wird der Ball ganz sicher gut laufen und hoffe, dass die Spieler einen guten Stand haben, dann kann es eine ganz gute Partie werden. Vorteil aber eher für Wiener Neustadt? Weiß ich nicht, nein, es ist für beide Mannschaften gleich, sie haben zwar darauf trainiert, aber durch den Regen sind die Bedingungen heute wieder anders. Bedingungen sind für beide Mannschaften gleich. Tja, so ist es. Also mit sehr viel Sand wurde da in den letzten Tagen gearbeitet, um den Rasen bespielbar zu machen. Er ist hart, der Untergrund, liegt aber vor allem an einer generellen Problematik hier in Wiener Neustadt. Das hat jetzt nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Jetzt kommt noch dazu, dass es eben in den letzten Tagen hier sehr viel an Kälte gegeben hat. Also der Rasen gefroren war, der wurde jetzt aufgeweicht. Bedeutet aber auch, dass er mit Vordauer des Spiels, vor allem in jenen Zonen, die sehr belastet sind, natürlich besonders in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Aufstellungen wollen wir uns näher ansehen. Das Team von Heimo Pfeifenberger, die Mannschaft von Wiener Neustadt mit einem 4-4-2, so wie Pfeifenberger zuletzt immer gespielt hat, war ja großteils zufrieden. Zwei Veränderungen gibt es beim Team des Wiener Neustädter Trainers. Zum einen links in der Viererkette Marcinko nach seinem Ausschluss, war ja eine Fehlentscheidung zuletzt bei der Niederlage gegen Mattersburg, wird ersetzt durch Berger, der zum zweiten Mal Michael Berger links in der Viererkette spielt und dann spielt im Mittelfeld diesmal anstelle von Pollhammer Stefan Rakowitz wieder einmal in der Startformation. Vor ihm dann Offenbacher und Tadic. Und da haben wir Rakowitz. Das ist jener Mann, der sein persönliches Highlight im Herbst im Hanapi-Stadion erlebt hat, als er seine Mannschaft gegen Rapid mit 1:0 in Führung gebracht hat. Am Ende gab es dann ja ein sensationelles Unentschieden 1:1 gegen Rapid. Das wäre heute auch ein Wunschresultat, nicht nur für Rakowitz, sondern für den gesamten Wiener Neustädter Anhang und für das Team von Heimo Pfeifenberger. Ansonsten keine Veränderungen, auch deshalb, weil Pfeifenberger weiterhin überzeugt ist, dass diese Mannschaft die Fähigkeiten hat zu punkten. Die Unparteiischen, angeführt vom Juristen aus Linz, Dr. Thomas Brammer, der 39-Jährige, assistiert von Philipp Kitzmüller links und Clemens Schüttengruber rechts. Fünfter Einsatz für den Rechtsanwalt. Machen wir gleich, jetzt machen wir zuerst die Platzwahl noch schnell. Schwarz oder schwarz? Schwarz. Schwarz, okay. Schwarz. Dann machen wir nach. Zehn Platzwahl. Zehn Platzwahl. Ja. Okay, auf zehn Ball. Alles Gute. Also, Markus Häkkinen hat die Platzwahl gewonnen. Anstoß für Peter Linker und seine Neustädter. Das Team von Rapid, das Team von Peter Schöttl, drei Veränderungen im Vergleich zum letztwöchigen Arbeitssieg gegen Innsbruck. Links Schrammel statt Katzer, das ist, wenn man so möchte, immer ein Gefühlsspiel und eine Gefühlsentscheidung, eine Bauchentscheidung bei Peter Schöttl, wer da links hinten spielt. Im Zentrum schon angesprochen, diesmal so Häkkinen anstelle von Pichler. Illitz bleibt in der Formation. Ja, und Burgstaller geht diesmal auf rechts. Dafür kommt Christopher Drazan ins Spiel. Er soll Ala und vor allem Beuth bedienen. Christopher Drazan nach einiger Zeit wieder in der Startformation. Es könnte sein letzter Auftritt bei den Grün-Weißen sein. Vertrag läuft aus, es gibt Interessenten. Einer heißt Franco Fohn und der FC Kaiserslautern, der ja gestern erneut zum dritten Mal in Folge verloren hat. Und vielleicht braucht Foda einen wie Drazan, um dann im Frühjahr den Weg mit den Roten Teufeln zurück in die deutsche Bundesliga zu schaffen. Wir sind hier in der österreichischen Bundesliga, Wiener Neustadt, in den dunklen Dressen, in Hälfte 1 von links nach rechts. Es gibt gleich den ersten Freistoß. Ja.
dann beinahe ein Eigentor, unter Anführungszeichen, weil der Kopfball kam von einem Rapidler nach dem Freistoß von Rakowitz. War da Schimpelsberger noch dran. So, also nach dem ersten Freistoß auch gleich die erste Ecke für Wiener Neustadt. Diesmal Offenbacher beim ruhenden Ball. Und dann zu heftig der Einsatz von Ramsebner. Freistoß ausgeführt von Königshofer. Die erste Möglichkeit, der erste Schuss von Terence Boyd. Siemandl muss nicht eingreifen, aber da haben wir gesehen, die Tücken des Platzes. Peter Linker wirkt da überrascht und macht dann eigentlich einen schweren Fehler. Verliert den Ball. Nur Boyds Abschluss dann nicht exakt genug. Also, Berger wollte den Ball im Spiel halten, deshalb nicht ins Out geköpfelt. Aber dann Linker mit dem technischen Fehler. Ball von Schammel an Offenbacher. Nächster Freistoß. Hekkinen zum zweiten Eckball für die Neustädter. Aber bisher die Neustädter ja harmlos bei Standards. Auch die wenigsten Kopfballtore erzielt. Also all das war bisher in dieser Saison in den ersten 19 Minuten nicht unbedingt gefährlich für den Gegner. Und es bleibt auch vorerst so. Königshofer ohne Mühe. Von Tadic. Für ein paar Wiener Neustädter ist es ja mehr als nur ein Bundesligaspiel gegen Rapid. Ramsebner, Tadic, oder auch Manuel Wallner. Das ist ja wie ein Derby, wenn man gegen die Hütteldorfer antreten darf. Als Ex-Austrianer. Das war super für Mehm, der ist schneller als Schrammel, weil er gut gestartet ist. Aber er setzt sich nicht entscheidend durch. Und deshalb Rapid mit Drazan. Illitz, bald zwar noch im Spiel, aber bei Wiener Neustadt erneut. Mehm, ah, da ist keiner. Aber erneut die Niederösterreicher zu Beginn. Mutig, ohne Scheu, frech. Aber dieses Spiel kennen wir auch von Heimo Pfeifenbergers Truppe. Der heute auf der Ersatzbank wieder mal Besenlehner hat, dessen Zukunft ungewiss ist, aber Marcinko fehlt ja aufgrund seiner Sperre. Schönes Zusammenspiel, Offenbacher mit Tadic, Sonnleitner, erklärt er, notgedrungen. Ja, außerdem Lenko verletzt und
Friesenbichler weiterhin auch nicht mit dabei. Persson ungenau. Schimpelsberger, Probleme mit dem Ball, aber geschuldet natürlich auch auf den Boden. Aber wir sehen weiterhin Wiener Neustadt, wie angekündigt vom Trainer, früh attackieren, Rapid schon beim Spielaufbau stören. Nur so sieht er eine Möglichkeit. Das funktioniert bisher ganz gut. Hofbauer. War schwierig für Offenbacher. Aber die ersten Minuten gehören dem Team aus Wiener Neustadt. Gerson. Tarzan. Die Flanke kommt gut, aber nicht gut genug. Strakowitz, die ganz große Möglichkeit nach 8 Minuten für die Wiener Neustädter. Schön wieder einmal die Vorarbeit von Hofbauer. Strakowitz enteilter Schrammel und geht dann nicht volles Risiko, sondern spielt den Ball wohl eher mehr mit der Innenseite. Die beste Möglichkeit bisher in diesem Spiel für die im Moment stärker spielenden Niederösterreicher. Rapid erst mit einem Torschuss von Beuth nach Fehler von Linker. Wieder Hofbauer. Hekinen. Ja, Wagner sagt, er spielt nur den Ball, aber für Bramer war es trotzdem ein gefährliches Spiel. Deshalb Freistoß, aber eben keine weitere Sanktion. Der Schiedsrichter von Beginn weg auch aufgrund der Bodenverhältnisse eine deutliche Linie vorgeben. Wobei Bramer ohnehin einer jener Schiedsrichter ist, die eine sehr kleinliche Regelauslegung haben. Linker gefault von Schimpelsberger. Peter Schöttl, der heute Prokopitz und Schaub auf die Ersatzbank in den Kader genommen hat, weil Widra, Trimmel und auch Steffen Hoffmann nicht dabei sind, verletzungsbedingt. Also für Steffen Hoffmann kann man eigentlich von hier aus schon frohe Weihnachten sagen. Morgen noch die Rapid-Weihnachtsfeier, aber dann gibt es 3 Wochen Pause. In der Neustadt, Gerson vor Offenbacher, der dann noch in diesem Duell ein Foulspiel macht.
Diesmal entscheidet Brammer nicht auf Foulspiel. Antatic, Rapid mit Ala. Aber erst ein zweiter Ballkontakt, wollte gerade sagen, der spielt auch mit. Schrammel und Mim aufmerksam vor Drazan. Ilditz, diesmal das Foul von Rakovic, etwas ungeschickt, wie er da in diesen Zweikampf geht. Burgstaller mit rechts wird den Freistoß treten und nicht Ala, der sonst immer zuletzt sehr viele Standards geschossen hat, aber mit dem linken Fuß. Diesmal ist es ja Richtung Tor die sinnvollere Variante, auch wenn der Freistoß von Burgstaller nicht gut genug war. Abgefälscht von Wallner noch. Der Schuss von Ilditz gibt den ersten Eckball für Rapid. Nochmals Rapid. Viel Verkehr vor Simhandl, aber Beuth kommt da nicht mehr ran. Wallner etwas in die Augen bekommen, aber geht weiter. Auch bei ihm muss er auch. Spiel läuft über Linker. Schwieriger Ball für Offenbacher. Wieder Offenbacher. Sitter Hofbauer, der gegen Schimpelsberger. Ah, der will er gar nicht, der zieht gleich ab. Gute Idee, Tadic ist im Abseits. Aber das zeigt auch, dass bei diesen Verhältnissen ab und an auch aus der Distanz geschossen werden muss. Etwas, was Wiener Neustadt ja bisher auch nicht gemacht hat. Hofbauer macht es, Tadic startet zu früh. Und deshalb kann er hier die Unachtsamkeit von Königshofer nicht ausnutzen. Hat auch etwas überrascht schien. Der Ball ist nicht aufgesprungen, sondern der ist ausschließlich in der Luft gewesen. Wieder Hofbauer. Berger, Linksverteidiger. Sieht Tadic diesmal nicht im Abseits. Schwieriger Winkel. Gerson erneut mit gutem Auge, wie er hier den Winkel verkürzt. Offenbacher, auch das war gut gespielt. Erneut über die linke Flügelseite, über Dominik Hofbauer. Da gibt es noch wegen der Aktion zuvor eine Ermahnung für Häkkinen. Hier kein Abseits. Gerson dazwischen,
dann Tadic auf Hofbauer, der recht einfach mit dem Haken an Schimpelsberger vorbei und dann löst sich das sehr gut. Daniel Offenbacher, der Kopfball verfehlt das Ziel, jedenfalls wieder Hofbauer, die Rapid-Leihgabe in grünen Schuhen, standesgemäß, sehr aufmerksam und sehr auffällig bisher. Und Schimpelsberger hat mehr zu tun, als ihm lieb ist. Wollte es schnell machen. Nicht gelungen. Diesmal Foul von Hofbauer an Schimpelsberger. Bittler war früh am Ball. Entscheidung geht in Ordnung. Diesmal Ala beim Freistoß. Zu kurz, Offenbacher. Also heute eine Absage bei Ried Wolfsberg. 3 Spiele im Moment zu sehen und morgen dann zum Abschluss das Spiel des Tabellenführers des Winterkönigs gegen Sturm ab 15.30 Uhr auf Sky Austria. Burgstaller. Rapid hat die Seiten gewechselt, aber nur kurzfristig, auch aufgrund des Freistoßes. Burgstaller noch nicht sortiert. Geht jetzt wieder auf seine rechte Seite. Wobei auch Ahler da immer wieder ausweicht. Also alle 3 Mittelfeldspieler. Rochieren wird auch notwendig sein. Bisher in diesen ersten knapp 20 Minuten wirkt Rapid ein wenig pomadig. Mannschaft reagiert, ohne selbst hier wirklich aktiv zu sein. Das spürt auch Peter Schöttl, der ebenso wie Heimo Pfeifenberger trotz Regens die Coachingzone nutzt. Beide haben nämlich im Vorfeld gemeint, aus Gründen der Haarpracht wird man sich etwas zurückhalten, aber bis jetzt ist das den beiden ehemaligen Teamkollegen bei Rapid, 1988 bis 1992 haben die beiden ja zusammengespielt. Herzlich egal. Sehr ungeschickt, Manuel Wallner, wie er hier in diesen Zweikampf geht. Ist direkt vor den Augen von Schiedsrichter Brammer Beuth weg, gibt den Freistoß Rapid. Drahtzahnpass auf Ilditz, Tadic lauert da immer wieder. Immer sehr knapp und deshalb wartet, ist es auch immer wieder abseits, aber wenn es einmal nicht ist, dann könnte der Stürmer der Neustädter Freibahn haben. Burgstaller mit Schimpelsberger. Nächster Eckball für Rapid. Der zweite. Da in der Bildmitte nicht leicht zu erkennen. Das ist Sammy Ipur, der heute auf Einladung einiger Rapid-Fans hier nach Wiener Neustadt gekommen ist. Der ehemalige Rapid-Spieler, na, 15 Jahre ist es schon her. 7 Handel ohne Mühe. Ipur lebt in Paris. Der ehemalige Teamspieler aus dem Kamerun ist dort Fernsehkommentator, Experte der ersten französischen Liga. Hat sich gefreut, Peter Schöttl wieder zu treffen.
Schöttl kennt ja alle Rapid-Spieler aus den letzten über 20 Jahren. Bestens, weil er mit einer kurzen Ausnahme nach seiner Sportdirektorentätigkeit immer bei Rapid war. Die letzten 30 Jahre, um es ganz korrekt auszuführen. Gut gelöst von Rakowitz. Akrobatisch Offenbacher. Tadic wieder mal vorne. Der Assistent war das, Philipp Kitzmüller. Piermeier auf Hofbauer. Tadic. Versucht Biermeiers Rakowitz ins Spiel zu bringen. Also auch wenn die Gastgeber jetzt nicht mehr ganz so offensiv sind wie in den ersten 15 Minuten, trotzdem gibt es ein Plus bei Wiener Neustadt für die Initiative, die bisher gezeigt wurde. Für die Versuche, die es da gegeben hat, gefährlich zu sein. Wiener Neustadt auf Position 10, weil Innsbruck gegen die Admira mit 1:0 führt. Das heißt, im Moment wäre das Team von Heimo Pfeifenberger Tabellenletzter. Allerdings haben wir auch gesehen, dass Admira, wenn es bei diesen Ergebnissen bleibt, immer näher kommt auch im Kampf um den Klassenerhalt. Nicht nur Innsbruck ist im Moment vor Wiener Neustadt, sondern auch Salzburg deutlicher vor Rapid, weil die Salzburger gegen Mattersburg mit 2:0 in Führung liegen. Also, bei den anderen Schauplätzen sind bereits Treffer gefallen. Mim auf Tadic, der wieder früh startet. Sonnleitner hat das erkannt. Ja, noch 2 Wochen bis Silvester. In Wiener Neustadt ist man etwas früher dran. Das alles übrigens außerhalb des Stadions. Also muss der Strafsenat nicht aktiv sein. Aber um noch ein Wortspiel vielleicht hier ins Treffen zu rufen. Eine zündende Idee, die wir jetzt vor allem für Rapid gefragt, denn bisher ist das Spiel
der Wiener überschaubar, um es höflich zu formulieren. Mim mit dem Ballverlust und deswegen hat Rapid im Moment Platz. Drazan, Burgstaller geht mit. Schwieriger Winkel, vorbei an allen, auch am Tor. Also, das wäre so typisch Wiener Neustadt gewesen. Die Mannschaft, die gut spielt, macht einen Fehler und der Gegner hat dann doch die Qualität, das auszunutzen. Mim verliert den Ball an Burgstaller, der auf Drazan, der wieder zurück. Und Burgstaller, das sieht man hier, will auf Beuth spielen. Der aber das Zuspiel nicht mehr reicht. Mim, Offenbacher auf Hofbauer, er war ungenau. Macht Hofbauer, schießt wieder, diesmal bleibt dann Sonnleitner hängen. Da wäre auch Berger mitgegangen. Diesmal Mim gerade noch vor Burgstaller. Piermaier, Tadic. Hofbauer, immer wieder über links, Rakowicz zieht oft in die Mitte. Mim. Biermeier, große Distanz, Tadic im Abseits, aber wäre ohnehin ungefährlich gewesen. Und auch diese Abseitsentscheidung richtig. Und Assistent Kitzmüller, Sie haben ihn lachen gesehen, deshalb, weil Heimo Pfeifenberger der Meinung war, es war eine Fehlentscheidung, aber der Assistent war schon richtig. So, jetzt bleibt der Ball etwas stecken, das war unangenehm für Hofbauer. Dadurch ergibt sich jetzt die Möglichkeit für Rapid. Drazan, Burgstaller war es nicht, weil Beuth es selbst versucht hat. Burgstaller ist auch gut gestanden, Beuth wollte hier selbst abschließen. Also erstmals hier nach einer halben Stunde, dass man deutlich gesehen hat, dass der Rasen einen Einfluss hat auf das Spiel. Überhaupt ist sehr rutschig zu sein scheint. Da sieht man bei der Ballannahme sehr oft, dass den Spielern hier der Ball über den Schuh rutscht. Ungewöhnlich oft. Schimpelsberger vor Hofbauer und deshalb gibt es Eckball.
Offenbacher, Wallner, und der ist nicht drinnen. Geht über die Querlatte ans Außennetz. Ja, Schimpelsberger, Sonnleitner, die schlafen da alle. Also eine Standardsituation, die ganz gut war von Wiener Neustadt. Hofbauer mit dem Ballverlust. Heimo Pfeifberg hat sich jetzt mächtig geärgert, denn er weiß, ein Führungstor wäre wichtig, denn dann muss der Gegner mehr unternehmen. Das ist ja das, was Rapid bisher völlig verabsäumt hat. Und dann ergeben sich zwangsläufig Räume. So steht es hier 0-0 und im Moment ist das Team aus Wiener Neustadt hier, das das Spiel prägt. Schimpelsberger da leicht angeschlagen, aber er kann weitermachen. Nach diesem Duell mit Hofbauer, das ist ja auch bisher das Duell, das es am öftersten gegeben hat. Also Wiener Neustadt unternimmt sehr viel in diesem Spiel, ist offensiv überraschend präsent. Und durch den ein oder anderen defensiven Lapsus ergibt sich dann auch eine Möglichkeit für Rapid auch jetzt wieder. Mim, zu unkontrollierter Abschlag. Rapid mit Drazan, hoher Ball. Gedacht für Ala, der hier heute bisher überhaupt noch nicht in Erscheinung getreten ist. Verlust von Ala. Symptomatisch für sein bisheriges Spiel. Offenbacher verliert etwas die Kugel. Den Überblick und deshalb ist der Ball dann auch weg. Ilditz. Also Schimpelsberger. Sehen wir deutlich, blutet, hat das auch dem Schiedsrichter kundgetan und deshalb muss er jetzt runter vom Spielfeld verarztet werden. Rapid also jetzt zumindest einige Augenblicke in Unterzahl. Ilditz rutscht da weg. Hofbauer, ja, missglückte Flanke, die fast noch unangenehm für Königshofer geworden wäre. So, Schimpelsberger. Wenn wir nochmals diese Szene sehen, diesen Zweikampf, wo er da unglücklich mit Hofbauer zusammenstößt. Schimpelsberg ist wieder fit und spielbereit. Rapid wieder komplett.
Ja, Sie sehen rechts oben die Ballkontakte. Nicht, dass das immer so aussagekräftig ist, was dann den insgesamt den Verlauf eines Spiels betrifft. Aber es ist schon interessant, dass die Mannschaft, die ansonsten den geringsten Ballbesitz hat in der Liga, der Fehler, Rakovic, der Heber und dann das Foul. Und es ist die richtige Entscheidung von Schiedsrichter Brammer. Strafstoß für Wiener Neustadt. Aber es ist natürlich eine äußerst unglückliche Situation. Ich weiß nicht, warum sich der Burgstaller aufregt. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Es war ein Foul vom Königshofer an Rakovic. Und das muss Strafstoß geben. Gelb auch noch für den Rapid-Torhüter, wie es dem Regelwerk entspricht. Aber der Königshofer kann am wenigsten dafür. Es beginnt mit einem Rückpass von Gerson, der bei diesen Bedingungen nicht notwendig ist, aber natürlich äußerst unglücklich. Und Königshofer rutscht dann heraus, trifft natürlich nur den Gegenspieler und nicht den Ball. Da gibt es keine zweite Meinung. Rakovic trifft nicht ins Tor, ansonsten hätte der Treffer gezählt. So gibt es die Möglichkeit für Daniel Offenbacher, aus einem Strafstoß seine Mannschaft in Führung zu bringen. Und der verschießt! Und das noch dazu kläglich. Oder wollte das Geschenk nicht annehmen? Denn es war natürlich eines, nicht vom Schiedsrichter, sondern aufgrund der tiefen Bodenverhältnisse. Also fährt er unter den Ball, so schießt man keinen Strafstoß. Wiener Neustadt vergibt die größte Möglichkeit hier in diesem Spiel bisher. Bleibt hängen, das war natürlich kein Foul. Offenbacher, der hier gefoult wird von Drazan, etwas übermotiviert, der Rapid-Mittelfeldspieler, der gelb sieht. Auch da gibt es keine zweite Meinung. Obwohl der Ball mit dabei war, zum Glück für Daniel Offenbacher, denn ansonsten wäre er ja voll getroffen worden am Knöchel. Also, Christopher Drazan, viel zu heftig. Wir sehen nochmals, Gersons verunglückter Rückpass, Rakovic vor Königshofer, der macht hier das Foul, es gibt Strafstoß. Warum nicht rot? Weil es kein Torraub war, weil Rakovic ja abgeschlossen hat. Deshalb gelb für das Foul und dann der Strafstoß von Offenbacher, der ganz schlecht geschossen war. Tja, ob Wiener Neustadt noch eine größere Möglichkeit bekommt. Da gab es eine durch Rakovic, der Wolle. Ein Torschuss von Hofbauer. Ein Kopfball von Wallner und jetzt der Elfmeter. Vier Möglichkeiten in einer Spielhälfte. Aber noch immer kein Tor. Das ist das Positive für Rapid. Die Mannschaft, die bisher über weite Strecken enttäuscht und jetzt also zumindest einen weiteren Eckball hat. Und vor dieser Elfmetersituation gab es ja diesen Hinweis, dass Wiener Neustadt bisher mehr Ballkontakte gehabt hat als Rapid. Die Mannschaft, die also bisher immer die wenigsten Ballkontakte hat gegen Rapid. Die Mannschaft, die immer dominant auftritt. Heute ist das umgekehrt. Das zeigt schon, wie konträr heute hier die Verhältnisse sind und wie groß die Probleme eigentlich bei Rapid im Moment in diesem Spiel sind.
war das jetzt ein Weckruf für Rapid, 3 Minuten vor der Pause. Siemhandl sicher oder doch nicht? Naja, schon. Am Ende. Aber das hat jetzt weniger mit den Platzverhältnissen zu tun, sondern ganz einfach, dass es hier regnet, der Ball glitschig ist. Also es sind englische Verhältnisse heute hier in Wiener Neustadt. Da haben im Moment die Heimischen sich leichter getan. Rapid jetzt vielleicht, aber so nicht. Drazans Zuspiel viel zu scharf. Einen Strafstoß hat es bisher in dieser Saison für Wiener Neustadt gegeben. Den hat Daniel Offenbacher verwandelt gegen Wolfsberg vor 3 Wochen. Heute ist er zum 2. Mal angetreten und vergibt. Und es wäre sein 2. Bundesliga-Treffer gewesen. Es wäre ein ganz wichtiger noch dazu, denn Innsbruck führt mittlerweile 2:0. Das heißt, im Moment sieht es nach einem Tiroler Erfolg aus. Das bedeutet, Neustadt müsste heute hier gewinnen, um nicht als Letzter zu überwintern in der Tabelle. Ich sag mal so, wenn Rapid sich hier in die Pause rettet mit diesem 0:0, dann ist das schon positiv. Das Einzige bei Rapids bisheriger Leistung. Aber das heißt auch, dass in der 2. Hälfte wesentlich mehr passieren kann. Und dann wird es für Wiener Neustadt mit Sicherheit wesentlich schwieriger, überhaupt noch zu Chancen zu kommen. Rakowitz, kaum in Erscheinung getreten ist. Jetzt spielt er den guten Ball auf Hofbauer, der auf Tadic und der ins Tor. Und jetzt zählt der Treffer. 1:0 für Wiener Neustadt. 1 Minute vor der Pause. Die verdiente Führung für die Niederösterreicher. Und das noch dazu nach einer herrlichen Aktion. Rakowitz, zunächst auch Offenbacher beteiligt mit der Balleroberung. Rakowitz, der Ball war gut getimt. Hofbauer direkt, Tadic startet richtig, auch direkt ins Tor zum 1:0. Zweimal kein Abseits und deshalb alles korrekt, alles richtig. Wiener Neustadt führt mit 1:0. Der Ex-Austrianer Dario Tadic mit seinem 4. Bundesliga-Treffer in dieser Saison. Rakowitz. Biermeier, wieder Hofbauer. Also insgesamt bin ich negativ überrascht über die Vorstellung von Rapid. Die Mannschaft muss doch spätestens nach diesem Strafstoß mitbekommen haben, dass heute hier mehr gefragt ist. Offenbacher kommt nicht mehr an den Ball. Gerson und Sonnleitner gemeinsam retten hier. Vorwoche gab es gegen Innsbruck gleich den Ausgleichstreffer nach dem Rückstand. Heute hier auch noch vor der Pause, Fragezeichen, 1 Minute Nachspielzeit, ist in Kürze vorbei. Ja, und das war's dann. Und Peter Schöttl, wer ihn kennt, weiß, der ist sauer auf seine Truppe, die hier nicht bereit ist, in die entscheidenden Zweikämpfe zu gehen, die einiges vermissen lässt, vor allem Spielintelligenz, denn von der Qualität her müsste hier Rapid dem Gegner überlegen sein, aber das fehlt. Schöttl sieht sich um, sucht Blickkontakt zum Schiedsrichter und wird dann vielleicht auch aktiv werden, was seine Ersatzbank betrifft. Denn der Schiedsrichter ist nicht verantwortlich für den Rückstand hier von Rapid. Also es gibt einiges zu besprechen, vor allem in der Rapid-Kabine. Alles Weitere zu dieser ersten Spielhälfte
im Sky Fußballstudio. Austria, weil Rapid eben mit 0:1 hinten liegt in Wiener Neustadt, was auffällt, Walter Schachtner, Wiener Neustadt, das bessere Team in der ersten Hälfte. Das bessere Team führt auch verdient, sie haben ja auch den Elfmeter verschossen. Und so wie es ausschaut, kommen sie mit diesem Terrain besser zusammen, also zurecht, als die Rapidler. Und deswegen führen sie auch 1:0 verdient. Ja, Schuld am Elfmeter war nicht nur Lukas Königshofer, Schuld am Elfmeter war irgendwie auch der tiefe Boden in Wiener Neustadt. Schauen wir uns die Szene gleich einmal an. Der Rückblass von Gerson, der bleibt einfach stecken und dann ein Foul von Königshofer. Das war natürlich ein Foul, das muss der Schiedsrichter geben. Also der hat keine Chance mehr auf den Ball, der Lukas, und geht nur mehr auf den Mann. Muss froh sein, dass er nicht rot bekommt, also ist okay. Ja, weil wohl auch die Chance bereits dahin war. Und dann die Chance, Daniel Offenbacher. Und er vergibt diesen Elfer eigentlich. Das ist Soriano. Hat den Soriano zugeschaut, glaube ich, beim Elfmeterschießen. Also, ja, er schießt eigentlich sehr hoch drüber. In Minute 37 jagt diesen Ball also ganz deutlich übers Tor. Aber knapp vor Ende dieser ersten Spielhälfte sind die Niederösterreicher dann doch in Führung gegangen durch Dario Tadic. Schöne Kombination über Rakowitz und über Hofbauer, der hier mit viel Tempo kommt und den Stangelpass richtig getimt spielt. Super Aktion, also das ist das Schöne am Fußball, über die Seite, Stangelpass hinter die Abwehr, hast du nun mal keine Chance. Vielleicht die Rapidler haben da nicht mehr gerechnet, dass dieser Stangelpass kommt, weil hier, ich weiß nicht genau, wer da zu spät kommt, Schimmelsberger oder... Hier am langen Eck ist es Schrammel, der zu spät kommt. Oder Schrammel, ja, der kommt zu spät, also er muss da vielleicht ein bisschen früher den Raum absichern. Inwiefern hat sich Rapid auch enttäuscht in dieser ersten Spielhälfte? Zuletzt in der Bundesliga ja 4 Serien-Siege gefeiert. Jetzt haben sie wieder mal ein schlechteres Spiel. Also das ist halt, wenn man 5 Spiele gut spielt, dann kommt wieder mal ein Spiel, wo es nicht so läuft. Und Neustadt, die eben vom letzten Platz weg wollen, die kämpfen, verbissen und spielen aber auch gut und führen verdient 1:0. Michael Gspurning ist heute in Wiener Neustadt Soundgast. Mit den Seattle Sounders hat er ja die Meisterschaft in der Major League Soccer in den Vereinigten Staaten beendet und er findet Zeit, um in die Heimat zu kommen und schaut jetzt auch bei Elisabeth Gammer vorbei. Wir sind wieder in Wiener Neustadt, wo die Teams soeben auch aufs Spielfeld zurückgekehrt sind. Bei der Mannschaft von Heimo Pfeifenberger, bei der Mannschaft, die 1:0 führt, gibt es logischerweise keine Veränderung, während Peter Schöttl reagiert. Harald Pichler, ja, bei ihm war es dann doch so zuletzt, dass im Zentrum nichts angebrannt ist. Heute hat sich Schöttl in der ersten Hälfte dafür entschieden, ohne ihn zu spielen. Und jetzt, wenn man so möchte, korrigiert er das wieder. Ilditz runter, Pichler rein. Das ist vorerst die erste Veränderung. Bei Rapid. Also Ilditz war ja auch vorbelastet mit 4-mal Gelb. Jetzt ist Pichler drinnen. Wie gesagt, erstes Spiel im Frühjahr. Wenn es denn dann auch stattfinden wird, das weiß man nie im Februar, wie die Bedingungen sind, ist dann das Derby im Hanapi-Stadion gegen die Wiener Austria. Ja, und wir dürfen jetzt hier gespannt sein, ob vor allem Rapid den Ernst der Lage erkannt hat, auch im Wissen, wie es bei der Konkurrenz steht, Stichwort Salzburg. Und ob es hier eine deutliche Leistungssteigerung gibt im zweiten Durchgang. Nur dann wird es hier auch einen Dreier geben. So, Sonnleitner mit Schimpelsberger. Was macht Sonnleitner? Hat kurz überlegt, ob er den Ball zurückspielen soll. Hat sich dann dagegen entschieden, verliert aber jetzt an Hofbauer den Ball. Offenbacher. Und es gibt Eckball. Aber da war zunächst schon Schimpelsberg und Sonnleitner uneinig. Dann wusste Sonnleitner, Hälfte 1, der Fehler von Gerson, der Strafstoß, verliert den Ball. Und so kommt es zu einer Möglichkeit für Wiener Neustadt. Vierter Eckball, auch wenn es Gerson anders gesehen hat, durch Stefan Rakowitz. Mim. Hofbauer, der schießt aus allen Lagen, trifft Sonnleitner. Ball bleibt im Spiel. Nächster Corner. Also angeschossen, richtige Entscheidung von Dr. Brammer, hier weiterspielen zu lassen und nicht Strafstoß zu geben.
Wieder Rakowitz. Schimpelsberger. Nächster Versuch von Rakowitz. Zu weit. Harald Biechl in seinem 70. Bundesligaspiel heute. Biermeier, Ballverlust. Burgstaller. Tekinen. So nicht. Ja, Wetter unverändert. Regnet weiterhin. Boden an gewissen Stellen sehr tief. Temperaturen auch etwas weiter gesunken, nur mehr 1 Grad plus. Schrammel. Drazan und Schrammel und Rapid weiter am Ball. Rakowitz mit dem Foul, das unnötig war aus Sicht der Neustädter hier, denn da war auch noch Min daneben, aber es war ein Foul, deshalb gibt es den Freistoß für Rapid. Burgstaller. Gefährlicher Ball, linker, irgendwie blockt er den Ball da ab, vor Beuth und dann Siemandl. Aber Glück, vor allem bei Peter Linker, sehen wir hier. Keine Hand, aber unorthodoxe Kopfballabwehr und Beuths Schuss. Da war dann offensichtlich Siemandl nicht mehr dran, deshalb gibt es Abstoß. Geht ans Außennetz. Fehlpass von Drazan und deshalb spielt Beruhigung aus der Sicht von Wiener Neustadt. Und zum Abschluss morgen Talk und Tore, zum Abschluss dieser Herbstsaison mit unseren Sky-Experten, mit Hans Krankl, mit Heribert Weber und mit Georg Zellhofer. Die Highlights dieser ersten 20 Runden der Saison werden nochmals beleuchtet. Und dabei werden unsere Experten auch ihr Team, ihre Elf der Herbstsaison bekannt geben. Kann jetzt schon sagen, dabei sein, gibt es die ein oder andere Überraschung.
Nien, Ballverlust. Ramsebner. Mim Rakowitz. Linker. Aber im Moment hat Wiener Neustadt Probleme. Ball ist relativ rasch wieder weg. Was macht Rapid draus? Häkkinen. Beuth war schwierig, aber trotzdem springt ihm der Ball sehr weit weg. Offenbacher. Da ist nur Tadic. Neustadt steht jetzt sehr tief. Hat natürlich auch viel Kraft gekostet hier. Diese erste Spielhälfte Wiener Neustadt hat früh attackiert, ist viel gelaufen, viel mehr als Rapid. Auch das wird eine Frage sein, wie die Kräfteverhältnisse sind. Kann Wiener Neustadt dieses Tempo, vor allem auch bei diesen Bedingungen, diesem tiefen Boden, dieses Tempo halten. Aber es wird notwendig sein, will man hier einen Dreier gegen Rapid haben. Andererseits für Rapid, auch das muss ja festgehalten werden, ist es heute das 33. Pflichtspiel innerhalb von 5 Monaten. Also wenn man so möchte, 150 Tage in etwa und alle 5 Tage ein Spiel. Wobei das auch nicht ganz stimmt, weil da dazwischen auch Länderspiele waren. Also ist natürlich der körperliche Verschleiß sehr groß gewesen. Aber da heißt jetzt nochmals kräftig Gas zu geben. Mim bekommt jetzt Gelb für dieses Foul an Burgstaller. Das ist deutlich zu sehen gewesen, wie er Burgstaller hier zurückhält am Trikot. 7. Gelbe für Dennis Mim. Der ein bisschen eine Schreckensbilanz hat gegen Rapid. Egal mit wem er gespielt hat, mit Innsbruck oder auch mit Wiener Neustadt. 21 Mal hat er bisher gegen Rapid gespielt, noch nie gewonnen. Heute liegt er zumindest bisher recht nahe dran. Aber jetzt gibt es den Freistoß. Drazan steigt drüber. Burgstaller aufs Tor, aber kein Problem für Siebenhandel. Gerson Rückpass. Diesmal keine Wasserlacke dazwischen. Auf dem Tivoli der nächste Treffer. 3:0 für Wacker. Also da scheint alles klar zu sein. Für Thomas Brammer ist jetzt auch klar, dass es Gelb gibt. Wegen Kritik für Daniel Offenbacher. Offenbacher war der Meinung, es war kein Foul. Zeitlupe gibt aber eher Thomas Brammer recht. Burgstaller ist da natürlich aus dem Gleichgewicht gekommen nach dem Zweikampf mit Offenbacher. Und Burgstaller steht jetzt auch beim Freistoß. Erneut Burgstaller oder vielleicht doch Ala. Es ist Bichler. Der trifft das Außennetz. Siebzigster Bundesliga-Einsatz haben wir schon erwähnt. Einmal hat er bisher getroffen, Harald Bichler. Und er war nicht so schlecht, der Freistoß des Mittelfeldspielers. Im März hat er gegen Ried das Siegestor erzielt. Peter Schöttl wirkt nachdenklich. Ein Sieg wäre nicht nur was die Tabelle betrifft, sondern auch die Stimmung insgesamt
von großer Bedeutung. Burgstaller, schönes Solo, aber am Ende abgeblockt von Ramseb. Ne? Aber Rapid wird stärker hier in den letzten etwa 5 Minuten. Wiener Neustadt lässt sich sehr weit in die eigene Hälfte zurückdrängen. Sonnleitner, der ist gut und auf der Linie gerettet von Offenbacher. Den hat Siemandl ganz sicher. Also es war Berger, den sehen wir hier stehen auf der Linie nach dem Kopfball von Sonnleitner, der für Siemandl viel zu lang wurde, aber dafür steht ihm einer noch am kurzen Pfosten. Michael Berger, schnörkellos, das 8. Bundesligaspiel des Verteidigers bisher. Und das war natürlich eine entscheidende Szene. Er steht zwar mit den Füßen hinter der Linie, aber der Kopf ist deutlich zu sehen gewesen. War zumindest auf der Linie. Auch da waren die Unparteiischen richtig beraten, hier weiterspielen zu lassen. Gab auch von Rapid keinerlei Proteste. Mim vor Drazan, der dann noch Mim trifft, Christopher Drazan. Spiel läuft aber weiter. Rakowitz bleibt dann an Sonnleitner hängen. Drazan kommt zu spät und trifft dann Mim. Brammer hat weiterspielen lassen, ansonsten hätte er müssen Freistoß für Wiener Neustadt geben. Mim kann weiterspielen. Spiel Burgstaller. Oh, viel war es nicht. Aber es ist in einer ungefährlichen Zone. Da ist eigentlich jede Aufregung nicht so bedeutend. Also die anderen beiden Schauplätze scheinen entschieden zu sein. Innsbruck führt gegen die Admira mit 3:0, Salzburg gegen Mattersburg mit 4:0. Nur hier in Wiener Neustadt steht es nur 1:0 für die Heimmannschaft. Eine Stunde gespielt, Rapid ist gefordert. Andererseits braucht Wiener Neustadt einen Sieg, um nicht als Letzter in der Bundesliga zu überwintern. Ist dann auch gleichgültig, wie das Torverhältnis ist. Aufgrund des Spielabbruchs ist ja bei Punktegleichheit Innsbruck auf alle Fälle auf dem letzten Platz. Ab für Häkkinen. Oh, das wäre was, wenn der Finne, er verzeiht mir auf seine alten Tage hier, noch einen erfolgreichen Abschluss hinbekommen würde in seiner letzten Saison für Rapid. Beut war übrigens knapp, aber doch im Abseits. Und Häkkinen dann 161. Bundesliga-Einsatz, bisher 4 Treffer und der letzte liegt auch schon 1,5 Jahre zurück. Aber in dieser Situation wäre es natürlich wichtig gewesen für Rapid. Burgstaller, nächster Versuch aus der Distanz. Ala bekommt den Freistoß. Also, Rapidler fliegen jetzt zwar leicht, aber die Neustädter sind auch sehr ungeschickt beim Attackieren. Ah,
leichte Berührung mit dem linken Knie bzw. Oberschenkel von Linka. Ala fällt, als ob er schwer getroffen wurde. Simandl, und dann ist es Rams Ebner, der nach diesem Freistoß von Ala klärt. Und der Freistoßschütze jetzt gleich beim Eckball, Simandl ohne Mühe. Also da war natürlich Aluminium auch dabei. Bei diesem guten Freistoß von Danny Ala, aber eigentlich nur Aluminium, Simandl kam zu spät, Rams Ebner dann den Ball noch ins Tor outlenkt. Beste Aktion von Danny Ala bisher. Rapid seit gut 10 Minuten wesentlich initiativer als über den gesamten sonstigen Zeitraum dieses Spiels. Noch nicht belohnt mit dem Ausgleichstreffer. Hier rutscht Beuth weg. Tadic geht auf diesen weiten Ball, aber Gerson ist auch schnell. Und er weiß, nur nicht zurückspielen. Deshalb hat er hier auch jetzt mit der Ferse auf Schrammel gepasst. Beeilt die Kugel im Spiel. Berger. Abgeblockt. Burgstaller. Einige unbelehrbare Rapid-Fans mit Knallkörpern. Pichler. Ah, das ist dann doch eine weniger gute Idee gewesen. Wieder Gerson vor Tadic. Also wenn, dann versucht es Wiener Neustadt jetzt mit langen Bällen. Aber ansonsten hat hier Rapid im Moment das Spiel deutlich in der Hand, drückt die Mannschaft von Peter Schöttl. Wiener Neustadt wirkt jetzt auch ein wenig müde. Vor allem was die Offensivaktionen betrifft. Die Mannschaft weiß natürlich auch, dass man sich auf Konter verlegen soll, aber so weit in die Defensive zurückgedrängt, das kann auch nicht das Motto sein. Und Heimer Pfeifenberger wird in Kürze erstmals reagieren. Wallner leicht angeschlagen. Mit Mario Pollhammer bringen, also einen, der auch schnell ist, der gerade auf dem Flügel auch defensive Arbeit leisten kann gegen Burgstaller, gegen Drazan. Linker vor Pichler. Sehr schöner Pass von Linker auf Mim. Der hat wirklich noch viel Kraft. Die Flanke ist gut. Rakowitz verfehlt. Und dann ist es entscheidend Schimpelsberger, der hier zumindest Offenbacher so weit stört, dass der den Ball nicht Richtung Tor schießen kann. Das war ein guter Konter. Jetzt gibt es den angekündigten Wechsel. Zum einen
kommt Pollhammer bei Wiener Neustadt. Zum anderen kommt Grotzurek bei Rapid. Offenbacher geht bei den Niederösterreichern. Also damit ist auch klar, eine einzige echte Spitze. Tadic, Pollhammer rechts im Mittelfeld. Rakowicz geht da mehr ins Zentrum als hängende Spitze, aber da wird vor allem das Mittelfeld gestärkt. Und Christopher Drazan geht runter. Not amused, der Mittelfeldspieler. Der also vielleicht heute hier sein letztes Spiel für Rapid gezeigt hat. Und das war dann keines, das er lange in Erinnerung haben wird. Und mit Gotzorek also einer, der auch über den Flügel ein spielerisches Element bringen soll. Der auch gleich Pollhammer als Gegenspieler hat. Vor 20 Minuten vor dem Ende, das Torschussverhältnis ausgeglichen, 11:11. Nachdem Wiener Neustadt in den ersten 45 Minuten ein klares Chancenplus gehabt hat, hat Rapid also hier in dieser zweiten Hälfte deutlich ins Spiel zurückgefunden. 7 Schüsse der Rapidler in den letzten 25 Minuten, nur einer von Wiener Neustadt. Aber bis auf jenen von Ala, Freistoß ans Aluminium, war das zu wenig. Jetzt gibt es Eckball. Und nach einer Ecke gab es einen Kopfball noch von Sonnleitner, der auf der Linie gerettet wurde von Berger. Das waren die zwei ganz großen Aktionen für Rapid auf den Ausgleich. Schrammel, der Schuss war nicht schlecht und beinahe hätte er sein erstes Bundesliga-Tor für Rapid erzielt. Darauf wartet er nämlich noch, denn während er in der Europa League gegen Trondheim getroffen hat, hat in der Bundesliga seine zwei Treffer
für die SV Ried erzielt. Übrigens beide gegen Wiener Neustadt. Also wenn nicht heute, warum nicht wirklich jetzt? Foulpfiffer, das erst von Thomas Brammer, der oft bei kleinen Duellen recht schnell pfeift, aber das zeigt auch, dass dieses Spiel bisher sehr fair verlaufen ist, trotz dieser alles andere als angenehmen Bedingungen. Für die Akteure halten sich die Spieler da großteils zurück, gehen in die Zweikämpfe. Christopher Drazan, das war eines der wenigen Fouls der etwas härteren Sorte, wo er dann auch gelb gesehen hat. Aus dem Beachspiel ist es etwas zu kühl. Der geht jetzt einmal kurz duschen. Foulspiel Häkkinen. Foul an Piermaier. So, und im Moment das Spiel wieder eher ausgeglichen. Die letzten etwa 5 Minuten hat sich Wiener Neustadt auch nach dem Wechsel. Bollhammer für Offenbacher. Das Zentrum, das Mittelfeld insgesamt mehr stabilisiert. Die Mannschaft kontrolliert jetzt etwas sorgfältiger die gefährliche Zone. Rapid nicht ganz so gefährlich wie rund um die 60. Minute. Bollhammer gegen Grozorek, die beiden 26er. Und das ist ein typischer Fall von kleinlicher Auslegung. In dieser Situation gibt es jetzt Freistoß für Wiener Neustadt. Aber es war auch auf der anderen Seite schon des Öfteren der Fall. Zum Beispiel beim Foul, beim Freistoß von Ahler an die Stange gab es ja davor auch nur einen leichten Kontakt von Linker an Ahler. Und hier auch nicht wirklich Nennenswertes von Grozorek gegen Pollhammer. Ein wenig gehalten. Königshofer klärt bei diesem Freistoß. Und Rapid mit Platz im Konter. Burgstaller. Aber er vergisst den Ball, wartet zu lange mit dem Abspiel. Beuth wäre gut gestanden. Häkkinen faltet zurück. Da ist jetzt Beuth. Schimpelsberger. Ja, die Flanke ist ungefährlich, viel zu lange in der Luft. Das ist sehr angenehm für den Torhüter, so ein Ball. Auch Wim. Und die Tücken des Platzes noch nicht ganz erkannt. Dieser Rückpass von der mutigen Sorte. Von Pollhammer, das sollte unterlassen. Hat auch Pfeifenberger jetzt seinen Spieler deutlich kundgetan. Foulspiel Häkkinen. Ja, da muss es Geld geben, denn Trikotfahr gehen unterbindet einen Angriff, einen Konter, gelb für Markus Häkkinen. Dritte Verwarnung für einen Rapid-Spieler nach Drazan und Königshofer, auch Häkkinen. Rakowitz auf Hofbauer, dessen Schuss allerdings ungefährlich ist. Rakowitz angeschlagen nach dem Abspiel. Ist er dann noch getroffen worden?
So, im Moment wird jeder Körperkontakt unterbrochen. Sofort gegen Wiener Neustadt, jetzt für Wiener Neustadt. Und wir sehen im Bildhintergrund Anweisungen für Luis Schaub. Dritter und letzter Wechsel bei Rapid. Andere Offensivoptionen hat der Rapid-Trainer nicht. Nach Grozorek kommt also jetzt Schaub. So, Simhofer lässt sich Zeit. Dafür gibt es jetzt auch für den Wiener Neustadt-Goli gelb. Er beschwert sich, dass Beuth hier nicht die 9 Meter eingehalten hat. Aber es ist die erste Verwarnung für Siebenhandel. So, Häkkinen geht runter, also Nummer 1 Sechser, das ist Tichler und Schaub kommt. Ende Dezember wird er volljährig. 18 Jahre jung. Das Rapid-Talent. Und dann darf er mit Sicherheit auch einmal Interviews geben. Da haben wir ihn. Siebenhandel nicht mehr am Ball. Und das wäre ein Einstand gewesen. Wenn Schaub, der hier angespielt wird, seinem ersten Ballkontakt gleich in seinem 7. Bundesligaspiel sein erstes Bundesligator machen will. Akowitz trifft Schimpelsberger. Und dafür gibt es nicht gelb. Und das ist eher unverständlich. Mittlerweile steht Schimpelsberger. Spiel läuft auch wieder, aber da gab es ein Missverständnis zwischen Grozorek und Burgstall. Rutscht weg. So, Wallner vor Beuth gibt gelb für den Wiener Neustadt Innenverteidiger. Seine vierte gelbe. Also war bei weitem nicht so heftig wie zuvor die Attacke von Rakowitz. Dafür hat jetzt gelb gegeben von Thomas Brammer. Zehn Minuten noch hier zu spielen. Aber kein Foul von Grozorek. Einwurf Rapid. Jetzt haben es die Wiener eilig. Schimpelsberger. Oh, blind gespielt. Beuth. Dann auch nicht mehr an den Ball nach dem Zuspiel von Gerson. Dann auch nicht Schaub. So, Ala mit Antritt. Grozorek. Einwurf Rapid. Ja, Schimpelsberger gegen Hofbauer war hart an der Grenze, der Zweikampf.
Schalke gegen Gerson. Tadic gegen Pichler. Er löst das routiniert. Burgstaller auf Schaub. Abgefälscht, die Chance, Beuth, die Möglichkeit, der Ball geht aber nicht ins Tor, weil Siebenhandel, der jetzt angeschlagen ist, da etwas dagegen gehabt hat, muss Schiedsrichter Bam auch unterbrechen. Also, das gute Zuspiel auf Schaub, im Zentrum konzentrieren wir uns auf Beuth, ist er hier festgehalten, und beide arbeiten hier heftig, Ramsebner und Beuth aus dieser Perspektive nicht ersichtlich, ob da ein Foulvergehen war. Das Spiel läuft auch schon wieder. Siebenhandel humpelt zwar ein wenig, aber er macht weiter. Wiener Neustadt verlegt sich nur mehr aufs Kontern. Der Platz ist auch immer größer. Also die Rapid-Betreuerbank aufgeregt. Bei jeder Szene wird da kommentiert. Das ist auch irgendwie vielleicht im kommenden Jahr dann nicht mehr so. Würden wir uns wünschen. Baholi, Hickersberger und mit dies rausbringen, Schöttl. Also, muss auch nicht sein. Vorteil, Burgstaller. Wiener Neustadt hat gegen Rapid in der Bundesliga-Geschichte nur einmal gewonnen. Ala Burgstaller kommt da nicht mehr an den Ball. Biermeier klärt. Und das war vor fast zwei Jahren, als Peter Schöttl Wiener Neustadt Trainer war. Als Guido Burgstaller Wiener Neustadt Spieler war und das Siegestor erzielt hat. Ansonsten gab es hier ausschließlich Positives für Rapid. So, Foulspiel von Burgstaller an Siebenhandel, gibt Freistoß für die Niederösterreicher. Zweiter Wechsel jetzt bei Wiener Neustadt. Christoph Freitag kommt für Tadic. Also jetzt ist überhaupt kein Stürmer mehr im Spiel. Bei Wiener Neustadt. Der Torschütze geht, der unheimlich viel gelaufen ist. Freitag kommt ein Mittelfeldspieler. Es geht darum, den Dreier einzufahren. Rakowicz ist jetzt die einzige Spitze. Freitag spielt im zentralen Mittelfeld auch noch. Aber in erster Linie geht es natürlich jetzt darum, hier den Ball zu halten. Vielleicht einmal den schnellen Rakowicz oder Pohlhammer ins Spiel zu bringen. Hofbauer ist auch noch da, aber der hat natürlich enorm viel geleistet, vor allem in der ersten Hälfte. Rapid droht die erste Niederlage seit dem 0:2 gegen Wolfsberg vor über einem Monat in der Meisterschaft. Und das ausgerechnet hier in Wiener Neustadt, wo viele eigentlich vor dem Spiel gemeint haben, das wird schon quasi von alleine gehen. Aber so stark ist diese Mannschaft dann auch nicht. Zurück. Schimpf
Appelsberger mit der Kozorek. Drei Neustädter beinnen sich gegenseitig. Nur noch 2 Minuten regulär zu spielen. Es gab 4 Wechsel in der zweiten Spielhälfte. Einer davon war ein Doppeltausch. Das heißt, da sind schon einmal 1,5 bis 2 Minuten zwingend vorgeschrieben. Dazu noch die ein oder andere kurze Verletzungsunterbrechung. Also etwa 3 Minuten wird es hier mit Sicherheit Nachspielzeit geben. Rakowicz. Im Zentrum ist Pollhammer. Rakowicz geht alleine. Und das war keine gute Idee. Dann macht er noch das Foul gegen Pichler, Freistoß Rapid. Kann hier Rapid zumindest noch ungeschlagen bleiben, einen Punkt holen? Ich glaube, das wäre es jetzt schon. Denn die stärkste Phase der Hütteldorfer zwischen der 55. und der 65. die ist doch jetzt schon über 20 Minuten vorbei. Seither gab es nur mehr eine Aktion durch Beuth vor einigen Minuten. Ansonsten hat die Mannschaft zu wenig, auch in der zweiten Hälfte insgesamt gezeigt. Sie war dann zwar bemühter, das war aber auch logisch nach dieser sehr schwachen Vorstellung im ersten Durchgang. Da kam dann plötzlich wesentlich mehr an Tempo, an Elan, aber insgesamt nicht immer zwingend. Jetzt vielleicht. Zumindest Eckball. Also Kozarek schaubt, da ist dann auch nochmals ein neuer Boost gekommen hier in den letzten Minuten. Diese Standardsituation war dann doch nicht gefährlich genug, weil Freitag der Kopf zur Stelle war. Schimpelsberger verliert den Ball. Pollhammer auf Rakowicz, der war nicht im Abseits. Im Zentrum geht Freitag mit, Rakowicz alleine und er scheitert an Königshofer. Wollte ihn überlisten, indem er aufs kurze Eck spielt. Und es gibt 4 Minuten Nachspielzeit und damit noch nichts entschieden. Foulspiel an Schaub von Berger. Oh, der holt sich die erste Verwarnung in seiner Bundesliga-Karriere ab, aber das wird er verschmerzen, wenn es bei einer vollen Punkteprämie bleiben sollte. Oh, Rakowicz hat gesehen, in der Mitte Freitag wird aber vielleicht zu eng und wollte Königshofer mit dem Schuss ins kurze Eck überraschen. Ala, das geplant war, Fragezeichen, Burgstaller. Gerson kommt nicht an den Ball. Und die erste Minute ist auch schon wieder vorüber in dieser Nachspielzeit. Wiener Neustadt wird dann nochmals wechseln, wird Fröschl bringen für Rakowicz. Linker. Schrammel. Wieder Linker. Schimpelsberger, Schaub, ja, zu umständlich und dann außerdem noch am Ende Schimpelsberger am Ball, gibt Einwurf. Und jetzt der Wechsel. So, Rakowicz hat vorher noch sich ganz weit weg bewegt, Richtung gegnerische Tribüne, um auch hier noch die ein oder andere Sekunde herauszuholen. So, Hofbauer, Leihspieler von Rapid, mit einer starken Leistung. Torvorlage zum bisher einzigen Treffer in diesem Spiel. Und jetzt kommt Fröschl, ein weiterer Leihspieler von Rapid, noch zu seiner Einsatzzeit. Und macht gleich einen Foul gegen Kozorek. Schöttl schickt Königshofer mit nach vorne. Der Rapid-Torhüter geht Richtung Strafraum von Wiener Neustadt.
Pichler. Aber diese Freistößflanken sind viel zu kurz. Was macht jetzt Wiener Neustadt? Biermeier, der weiß, dass Königshofer weit draußen ist, aber der schießt nicht und schießt nicht. Ganz im Gegenteil, verliert die Kugel. Ein weiter Ball auf Fröschl wäre hier angesagt gewesen. Letzte Minute der Nachspielzeit, der angezeigt beginnt. Und es gibt nochmals Eckball für Rapid, der neunte. Ahler wird ihn treten und Königshofer nochmals vorne dabei. Aber bis auf einmal sind die Flanken ganz schlecht gewesen hier bei Rapid. Auch diesmal steht da Wiener Neustadt sehr kompakt. Linker, einmal hat er schon für Rapid. Aus 50 Metern getroffen gegen Sturm. Ist ja auch Meister geworden mit den Wienern. Schaub war dran. Einwurf Wiener Neustadt. So, Aufregung auf beiden Betreuerbänken. Wiener Neustadt kann es kaum mehr erwarten. Die 4 Minuten sind jetzt auch vorbei, aber es gab nochmals einen Wechsel. Es gab noch eine Unterbrechung. Also, da kann natürlich nochmals eine halbe Minute draufgelegt werden. So, gibt es jetzt nochmals Einwurf. Aber ich weiß nicht, Rapid sollte sich beeilen. Lang kann es nicht mehr dauern. Sonnleitner. Gerson verfehlt. Freitag. Schneller als Schrammel. Der wartet natürlich. Und wartet, hat nochmals den Einwurf. Und dann dürfte es wohl vorbei sein. Dann dürfte es hier eine Sensation geben, denn das ist eine. Wenn es beim 1:0 bleibt. So, und jetzt ist amtlich Wiener Neustadt gefinkt. Vor der Winterpause gegen Rapid mit 1:0. Der dritte Heimsieg erst der Niederösterreicher. Die haben nur gegen die Admira und gegen Wolfsberg hier gewonnen. Und jetzt gewinnen sie ausgerechnet gegen Rapid. Damit bleibt Wiener Neustadt auf Position 9 in der Tabelle vor der zweimonatigen Winterpause. Und Rapid, die Bilder sagen alles. Die Mannschaft nach dem Hoch zuletzt, auch was die Siege und Punkte betrifft. Heute mit einem Rückschlag. Kopfschütteln bei Peter Schöttl. Das war nicht notwendig, aber wenn man so spielt, über weite Strecken wie heute hier gegen Wiener Neustadt, darf man sich nicht wundern, dass man am Ende verliert. Denn Wiener Neustadt war in der ersten Hälfte das deutlich bessere Team, hatte hier das Spiel im Griff, hatte hier die Chancen und hatte zumindest eine genutzt. Rapid war dann in der zweiten Hälfte die tonangebende Mannschaft, auch mit der ein oder anderen Ausgleichsmöglichkeit, aber eben heute nicht mit dem entscheidenden Glück, wie etwa zuletzt gegen Innsbruck, als man schnell den Ausgleich erzielt hat und auch relativ rasch in der zweiten Hälfte das Führungstor erzielt hat. 3000 Zuschauer im Stadion Wiener Neustadt und kaum hat Dr. Thomas Brammer die Partie freigegeben, gibt es auch schon den nächsten Pfiff und es gibt einen Freistoß für die in Blau gekleideten und von links nach rechts spielenden Niederösterreicher. Das ist ein Fall für Stefan Rakowitz und dann war ein Rapidler als letzter dran und zwar Michael Schimpelsberger, gar nicht mal so ungefährlich für die Wiener. Der Platz sandig, vom Regen aufgeweicht, da ist kontrollierter Fußball schwer möglich. Vielleicht auch deshalb dieser Fehler von Peter Linker nach 2,5 Minuten, der ermöglicht Terence Boyd die erste Gelegenheit für Rapid. Die Wiener mit Veränderungen, mit Schrammel, Eckinen und Drazan in der Startformation, aber die Niederösterreicher frisch, fröhlich nach vorne unterwegs. Rakowitz schon wieder beteiligt und zwar mit diesem tollen Wolle. Schrammel kommt nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal in diesem Spiel. Zu spät. 9 Minuten waren da gespielt. 5 Minuten später kommt Tadic nicht an Gerson vorbei, behauptet aber den Ball. Da ist wieder Hofbauer. Die Flanke gar nicht mal so übel und auch der Abschluss
von Daniel Offenbacher. Aller Ehren wert. Viertelstunde gespielt. Rapid kommt hier langsam bis gar nicht auf Touren. Gerson mit diesem Abschlag, dann Mim mit einem Fehler und plötzlich hat Drazan freie Bahn. Spielt ab auf Burgstaller und der will nochmal Beuth bedienen, statt selbst den Abschluss zu suchen. Fast eine halbe Stunde war da schon gespielt, fast im Gegenzug. Ecke Offenbacher und ein spektakulärer Kopfball, dachten wir alle, von Manuel Wallner. Aber die Zeitlupe zeigt, der aufgerückte Innenverteidiger trifft den Ball hier mit der Schulter. 38. Minute, Gerson mit diesem Rückpass, der im Pfützerl hängen bleibt. Königshofer gegen Rakowitz, 11 Meter. Ja, da kommt Königshofer sehr ungestüm raus, bekommt nur Gelb, das ist richtig, weil Rakowitz keine Ballkontrolle hat. Aber es gibt eben den Strafstoß. Einen hat Daniel Offenbacher gegen Wolfsberg verwandelt, den nicht. Auf Sorianos Spuren, rund 6 Meter über des Gegners Kasten. Die große Möglichkeit zum 1-0 in der Minute 39 bleibt ungenützt. Aber Neustadt weiterhin eindeutig das bessere Team. Wieder Rakowitz, wieder Hofbauer, der immer wieder zu viel Platz hat. Schwammel wieder mal hinterherhechelnd und jetzt ist es Dario Tadic, der in Minute 45 mit seinem vierten Saisontor für die Führung des SC Wiener Neustadt sorgt. So einfach kann Fußball sein, so einfach kann das Tore schießen sein. Hochverdient die Pausenführung von 1-0. Peter Schöttl macht mal seinem Frust bei Schiedsrichter Brammer Luft. Warum eigentlich? Zum vierten Mal in dieser Saison ist Rapid auswärts 0-1 zurück. Die ersten drei Partien gingen verloren. Kurz nach dem Wechsel wieder mal Linker mit einer kuriosen Aktion. Terence Boyd hat schon wieder die erste Gelegenheit für Rapid, wie schon in Hälfte 1. Dann die beste. Mario Sonnleitners Kopfball nach Ecke von Denialer wird von Michael Berger, der den gesperrten Marcinko vertritt, eindeutig vor der Torlinie mit dem Kopf entsorgt. Da ist schon fast eine Stunde rum. Rapid baut richtig Druck auf und bekommt hier nach diesem Foul, Fragezeichen von Winker, an Aller einen Freistoß. Der Gefaulte, Fragezeichen, schießt selbst, Rufzeichen. Und Jörg Siebenhandl im Verein mit dem Metall sorgt der Wiener Neustädter Torhüter dafür, dass die Führung seiner Mannschaft Bestand hat. Dann geht dieser Druck von Rapid ein wenig verloren. Neustadt kommt wieder zu Konterchancen. Mim, und da ist Offenbacher mit seinem 31. Torschuss in dieser Saison. Er hat nur ein einziges Mal getroffen, eben per Elfmeter gegen Wolfsberg. Fällt dieser vergebene Strafstoß von Offenbacher den Neustädtern noch auf den Kopf? Nicht unbedingt. Rapid schießt und schießt, auch der eingewechselte Grozerek. Aber die Wiener bringen den Ball nicht mal aufs Tor von Siebenhandl. Dann gibt es nochmal Aufregung. Der eingewechselte Schaub. Dann wird Beuth von Wallner kurz am Trikot gezogen. Aber das ist für den Referee zu wenig, um hier auf Strafstoß zu entscheiden. 90 Minuten absolviert. Rakowitz für meine Begriffe hier klar im Abseits, nicht geahndet, alleine auf Königshofer, Matchball, nichts da. Königshofer pariert, aber nach 5,5 Minuten Nachspielzeit reicht es trotzdem für die Niederösterreicher. Rakowitz, Matchball wird verschmerzt und nicht nur abgewehrt. Rapid-Siegesserie in der Liga geht nach 4 Partien ausgerechnet im letzten Spiel im Kalenderjahr 2012 zu Ende. Ein Dennis Mim gewinnt zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Karriere ein Spiel gegen Rapid. Nichts da heute mit Toren von Ahler, von Burgstaller und auch keines von Terence Boyd. Ja, Rapid verliert also mit 0-1 hier in Wiener Neustadt. Terence, warum hat Rapid überhaupt erst in der zweiten Spielhälfte zu spielen begonnen? Ja, war schwer für uns, erstmal hier zurechtzukommen. Aber wie gesagt, das sind Ausreden, die zählen nicht, weil ich meine, wir sind Profis, wir müssen einfach das richtige Schuhwerk hatten wir auch dabei. Und das waren wir jetzt halt nicht gewohnt, dass der Platz halt so, also, das heißt, er sieht gut aus, aber er ist schon echt schlecht und echt sandig. Und das ist jetzt auch scheißegal, weil wir haben nicht richtig ins Spiel reingefunden, erste Hälfte. In der zweiten Hälfte haben wir dann endlich die Kontrolle übernommen. Und ja gut, da müssen dann welche reingehen und es war im Großen und Ganzen einfach unnötig, weil wir eigentlich uns
hier für den guten Herbst eigentlich noch mal belohnen müssen. Ja, dieser Elfmeter für die Gegner, der verschossen wurde, irgendwie auch kein Weckruf. Apropos Elfmeter, 84. Minute, da wurden Sie irgendwie zurückgehalten von Ramsebner. Wäre da ein Elfmeterpfiff gewesen? Ich finde schon, weil ich habe mich gedreht und ich will zum Ball gehen, er zieht mich die ganze Zeit zurück. Und der Schiedsrichter war ja, weiß ich nicht, warum er da nicht pfeift, weil, wie gesagt, ich will mich drehen, ich gehe hin, er lässt mich nicht hinlaufen, ja, dann ist Tor schon da gewesen. Das ist, ich sage dazu nichts. Ja, jetzt haben die Fans, war immer Unruhe und ziemliche Kritik, auch nach dieser Siegesserie. Wie sieht es jetzt mit dem Weihnachtsfrieden aus, nach dieser Niederlage zum Abschluss? Ja, es ist jetzt getrübt, weil es einfach unnötig ist, wie gesagt. Wir haben jetzt echt eine gute Serie gehabt, wir hatten echt wieder einen guten Fußball gespielt und jetzt ist, das haben wir heute halt vermissen lassen. Das ist schade, weil jetzt, der Trainer hat schon gesagt, der letzte Eindruck ist immer der, der am längsten haften bleibt. Und gerade jetzt haben wir echt, es kommt eine große Zeit, wo wir echt kein Spiel haben. Und dann letztes Spiel, dann so ein Eierspiel von uns war, das ist nicht unbedingt hilfreich. Also, naja. Ja, danke trotzdem. Schöne Winterpause. Ciao. Ja, natürlich schwer enttäuscht Terence Boyd. Wir schauen uns die Elfmeterszene noch einmal an. Malte Schachtner, knapp vor Schluss. Das Foul von Christian Ramsebner an Terence Boyd. Hat der Rapidstürmer recht? Hätte es hier Elfmeter geben müssen? Ich glaube, da kann man schon Elfmeter auch geben, weil einfach, wie er sich hier dreht, wird er zurückgehalten. Und ansonsten wäre er viel früher an den Ball gekommen und Siebenhandel hätte keine Chance mehr gehabt auf den Ball. Worin sehen Sie die Hauptgründe für die Niederlage der Rapidler? Nur die Elfer-Szene war es mit Sicherheit. Nein, sicherlich nicht. Ich glaube, der Biss und der 100%ige Einsatzvermögen heute im Zweikampfverhalten, das hat mir ein bisschen gefehlt. Also auf diesem Terrain natürlich, habe ich auch vor dem Spiel gesagt, wird Neustadt kleine Vorteile haben, weil sie im Zweikampf stärker sind. Erst der zweite Heimsieg von Wiener Neustadt gegen Rapid. Beim ersten war übrigens Peter Schöttl noch Wiener Neustadt-Trainer. Das war im Februar 2011. Damals siegte Wiener Neustadt mit 2:0. Warum war Wiener Neustadt heute phasenweise, vor allem in der ersten Spielhälfte, auch das bessere Team? Ja, wie gesagt, also sie kommen mal mit dem Terrain, sind sie besser zurechtgekommen. Das war das Erste. Sie haben heute die Chance genutzt, mit diesem Platz in das Spiel zu kommen. Also Rapid, der tiefe Boden doch ein Vorteil für Wiener Neustadt? Für Wiener Neustadt ein kleiner Vorteil, habe ich ja schon gesagt. Und Rapid, Boyd hat es ja auch angesprochen, mit dem Platz sind sie nicht so zurechtgekommen, ist aber keine Ausrede, sie sind Profi, müssen auch auf jeden Terrain spielen können. Und auch dann haben sie den Sieg mehr gewollt wie Rapid heute, muss man auch sagen. War noch interessant, denn vor dem Spiel haben beide Trainer gesagt, sowohl Peter Schöttl als auch Heimo Pfeifenberger, der Platz kein Vorteil oder Nachteil für die eine oder andere Mannschaft. Wie schaut es nach dem Spiel aus? Elisabeth Gamow gratuliert jetzt dem siegreichen Trainer. Ja, schön gespielt und gewonnen, Heimo Pfeifenberger. Gratulation, vorgezogene Weihnachten. Ja, auf alle Fälle. Also mit denen haben wir ja nicht rechnen können, dass wir Rapid daheim schlagen. Wir haben gewusst, dass wir sicher eine super Leistung brauchen, dass wir da bestehen können. Und ich glaube, was die Mannschaft die erste Halbzeit abgeliefert hat, war sehr, sehr stark. Und ich glaube, wir haben dann auch deswegen gewonnen, weil wir es einfach mehr wollt haben wie die Rapidler. Ich muss der Mannschaft wirklich gratulieren. Und was hat der Platz jetzt damit zu tun gehabt? Gar nichts. War für beide gleich. Ja, also wir haben die Zweikämpfe gesucht. Rapid zweite Halbzeit auch viel mehr. Dann ist es auch ein bisschen länger geworden. Wir haben uns dann ein bisschen hinten reindrucken lassen. Die Kanter nicht mehr so gut fertig gespielt. Aber letztendlich, glaube ich, geht der Sieger in Ordnung. Ja, da mussten Sie noch ein wenig zittern, aber sprechen wir über das Schöne, über dieses Tor von Dario Tadic. Wunderschön herausgespielt, wenn wir schon bei Weihnachten sind. Auch das ein Geschenk heute. Ja, das ist ein Geschenk, das stellen wir uns öfter so vor. Also wir Trainer, wir trainieren das ja jetzt vermehrt, immer wieder über die Außen. Und das war wirklich hervorragend gespielt. Also da hat alles zusammengepasst. Und ja, also wir haben auch Pech gehabt mit dem verschossenen Elfmeter. Und darum glaube ich auch trotzdem, wir haben die besseren Chancen gehabt und haben uns auch den Sieg verdient. Ja, Daniel Offenbacher, der wollte das Geschenk nicht annehmen. Jetzt ist man auf Platz 9. Und gar nicht weit entfernt vom Mittelfeld. Was bedeutet das jetzt auch psychologisch, dass man die rote Laterne heute nicht in der Hand hat? Na, wichtig ist, dass du merkst, glaube ich, dass du gegen sehr, sehr starke Gegner auch bestehen kannst. Und dass du dann einmal so ein Spiel mal gewinnst. Und das haben wir heute, glaube ich, gezeigt. Und das ist schon jetzt fürs Frühjahr auch ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, da kommen 16 Endspiele auf uns zu. Wir sind nach wie vor 9. Also wir haben jetzt die 6 Punkte, was wir uns erhofft haben aus den letzten Spielen, haben wir jetzt gemacht.
Und ja, jetzt glaube ich, können wir mal wirklich beruhigt einmal in die Winterpause einmal reingehen. Wir haben eine gute Ausgangssituation, aber es wird das Frühjahr noch sehr, sehr hart werden. Es wird ein ganz spannendes Frühjahr. Inwiefern erwarten Sie oder erhoffen Sie Verstärkungen? Ja, das erhofft sich jeder Trainer einmal, ist ganz klar. Schauen wir mal punktuell noch was tun, wo wir was da können. Und ich glaube, ein bisschen frisches Blut braucht die Mannschaft noch und wir werden alles dran setzen, dass wir das auch kriegen. Ja, wo müsste man dann ansetzen? Wo brauchen Sie Verstärkung? Das besprechen wir dann, dass es wieder losgeht. Aber Sie sind zuversichtlich, denn dass Wiener Neustadt jetzt nicht im großen Geld schwimmt, das ist auch bekannt. Na, wir können uns auch mit bescheidenen Mitteln machen. Wir wollen sowieso nur Spieler, die was gern zu uns kommen, die das Feuer haben, die was sie zeigen wollen da bei uns. Die brauchen wir, alles andere brauchen wir nicht. Und ja, vielleicht hat der Peter was für uns. Ein, zwei oder schauen wir mal. Also, aber das ist jetzt, wir lassen das jetzt einmal sickern und bereiten uns dann jetzt gut dann auf die Vorbereitung vor und vielleicht kommt der eine oder andere Spieler zu uns dazu. Heimo, genießen Sie diesen Abend. Gratulation noch einmal zum Sieg. Gebt zurück ins Sky-Fußballstudio. Ja, ist der größte Vorteil der Wiener Neustädter. Walter Schachner, dass die von Anfang an gewusst haben und jetzt auch vor der Frühsaison wissen, sie sind einfach Abstiegskandidat. Sie müssen keiner hat kämpfen. Ihnen eine Chance gegeben. Also alle oder 90% haben gesagt, Neustadt ist Fixabsteiger. Und da kann man dann schon zeigen, dass es nicht so ist. Und da ist Motivation genug für alle. Und die haben es auch bewiesen. Und mich freut eines, dass sie heute gewonnen haben, weil sie haben ja auch in den letzten Wochen sehr gut mitgespielt, aber leider Gottes immer um dieses eine Tor verloren oder unentschieden gespielt. Ja, und heute haben die Niederösterreicher also den Siegeszug der Rapidler beendet. Die Rapidler zuletzt mit 4 Bundesliga-Siegen in Serie. 6 Niederlagen insgesamt, in 20 Runden so viele wie in der gesamten vergangenen Saison. Und erstmals haben die Hütteldorfer in 3 Spielen in Serie mindestens einen Gegentreffer kassiert. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Rapid gegen Ende dieser Herbstsaison wirklich gut in Form gekommen ist. Wie ist diese heutige Niederlage, abgesehen jetzt vom Terrain, von den Platzverhältnissen, für Sie zu erklären? Nein, der Terrain hat schon eine Rolle gespielt, weil ich glaube, das war heute das letzte Match in dieser Saison, wo die Luft draußen ist. Sie haben ja doch Europacup gespielt, sie haben doch 6 Spiele mehr wie alle anderen. Und die englischen Wochen, die haben schon Substanz gekostet. Und das hat man heute gesehen. In Zweikampfverhalten war Neustadt besser, das war das eine. Und Neustadt wollte den Sieg mehr wie Rapid. Oder haben sie nicht gekonnt? Die Rapidler haben auf alle Fälle Druck gemacht bis zur allerletzten Minute. Am Ende hat es nicht gereicht. Peter Schöttl bei Elisabeth Gammauf live in Wiener Neustadt. Ja, und der ist nach dem Abpfiff zuerst einmal nicht in die Kabine gegangen, hat sich vor die Kabine gesetzt zum Nachdenken. Peter Schöttl, einfach nur enttäuschend dieser Abend? Ja, natürlich enttäuschend, weil es einfach fahrlässig ist aus meiner Sicht, wenn man so in ein Spiel geht, wie wir in der ersten Hälfte ins Spiel gegangen sind. Zweite Hälfte war es dann so, wie wir es uns vorgenommen haben, da waren wir dominant, aber Wiener Neustadt hat die erste Hälfte war klar überlegen, hat verdient geführt und wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Wir haben keine zweiten Bälle gehabt und haben uns auch schlecht bewegt. Zweite Hälfte war es besser, da haben wir einfach dann Pech gehabt, dass wir den Ausgleich nicht noch erzielt haben. Ja, wie kann man sich das erklären, dass Ihre Mannschaft irgendwie die Zweikämpfe nicht angenommen hat? Vielleicht auch die Begründung, dass man eben so viele Spiele in den Beinen hat? Diese Spiele am Ende der Saison, die haben wir in den letzten Wochen schon gesagt, die gewinnst du mit dem Willen und mit dem Kopf. Und nicht, weil es fantastische Spiele noch gibt. Das lassen auch die Platzverhältnisse nicht zu. Und das haben wir in den letzten Wochen gut hinbekommen. Heute haben wir eine Halbzeit gebraucht, bis wir überhaupt gemerkt haben, dass das ein Bundesligaspiel ist. Und wie gesagt, Wiener Neustadt hat die erste Hälfte richtig gut gespielt. Zweitens sind sie hinten drin gestanden, haben natürlich voller Leidenschaft verteidigt und da hätte man natürlich das eine oder andere Tor auch erzielen können. Ja, was bedeutet diese Niederlage jetzt zum Abschluss? Die Fans waren ja nicht einmal mit einer Siegesserie zufrieden. Für mich persönlich ist es enttäuschend, weil es unnötig war. Also es wäre ohne weiteres drin gewesen, dass wir zumindest ungeschlagen bleiben. Der letzte Eindruck ist halt leider, oder ist halt das, was man sich auch merkt, was man dann auch in die Winterpause mitnimmt. Und ich bin einfach nur angefressen. Ja, apropos Winterpause, wie viele neue Gesichter werden wir sehen nach dieser Winterpause? Keine Ahnung. Wie viel hätten Sie denn gerne? Nicht einmal darüber habe ich mir ernsthaft Gedanken gemacht. Wir haben wirklich geschaut, dass wir uns mit diesem dichten Kalender einfach von Spiel zu Spiel
ja, orientieren und unsere Aufgaben so gut wie möglich machen. Jetzt ist auf alle Fälle einmal wichtig, dass es 3 Wochen Urlaub gibt. Die haben sich die Burschen verdient, obwohl es natürlich heute, ja, speziell erste Hälfte, richtig schlecht war. Ja, getrübte Stimmung vielleicht morgen auch bei der Weihnachtsfeier. Könnte es da eine Bescherung geben, vielleicht in Sachen Sportdirektor schon? Da wissen Sie mehr wie ich. Sind Sie informiert, involviert in das Ganze? Weder noch. Würden Sie gerne involviert sein? Ich freue mich jetzt auf meinen Urlaub. Das heißt, heute hat man gelesen, eventuell Deutsche sollen da im Anmarsch sein. Hätten Sie gerne einen Deutschen? Wenn ich hätte, ist er nebensächlich. Es wird viel spekuliert und die Vereinsführung wird sicher den richtigen Moment wählen, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, ist ja kurz vor Weihnachten. Wunschkandidat? Gibt es keinen. Peter Schürtel, danke schön. Schöne Winterpause. Ebenfalls, danke. Gib zurück. Ja, Walter Schachner, stellt sich bei all diesen Diskussionen nicht die Frage, ob der Posten des Sportdirektors überbewertet wird bei Rapid? Was mich stört an der Sache ist, wieso der Peter da nicht involviert ist. Oder gibt er es nicht zu? Weil ich glaube, dass der Trainer schon da mitzureden hat, wer Sportdirektor wird. Weil er muss ja mit ihm eng zusammenarbeiten. Nicht? Ja, sollte nun mal so sein. Rapid in den ersten 3 Runden der Frühjahrssaison. Gegen Austria in Salzburg und gegen Sturm. Zeigen diese ersten 3 Spiele dann im Frühjahr schon, wohin die Reise geht für Rapid? Ja, aber das ist egal. Ich glaube, Rapid kann sich immer steigern. Und gerade diese Gegner sind, glaube ich, für Rapid vielleicht leichter zu spielen wie Wiener Neustadt. Also Rapid verliert heute in Wiener Neustadt und liegt damit 3 Punkte hinter dem Zweiten, hinter Salzburg. Denn Salzburg hat